ihr Lieben, Rose Fröhlich. Heute echter Patientenfall zum Thema Blähung, Blähbauch, Bauchschmerzen, Unwohlsein, manchmal auch Kopfschmerzen. Was kann dahinter stecken? Also, Plus weg, aber abschließend, je nachdem, wo ihr mich seht. Also, Patientenfall echt aus der Praxis. Heute habe ich natürlich sehr häufig die Thematik. Heute war ein Patient da, da ging es um Thema Blähung, Blähbauch. Ja, unklare Genese, sagt man in der Medizin. Also es war unklar, woher es kommt. Und an der Stelle ist es immer so, dass man erstmal 14 Tage Ernährungsprotokoll schreiben kann, um zu gucken, wann taucht was zu welchem Zeitpunkt auf. Und idealerweise immer dann auch mit Uhrzeit dazu, wann welche Beschwerden sind. Bei den Beschwerden ist immer wichtig, alles dazu zu schreiben. Dann kann man gucken, hängt das mit dem Milchzucker zusammen? Das wäre ja die Laktoseintoleranz. Die laktosefreien Produkte kann man ausprobieren, sind ja aber nicht laktosefrei. Das heißt, an der Stelle muss man immer gucken, ist es wirklich eine Laktoseintoleranz oder ein anderer Hintergrund? Es gibt die Möglichkeit einer Fructoseintoleranz, also der Fruchtzucker nicht nur aus Obst, sondern es gibt zum Beispiel auch den Fruchtzucker in Gemüsesorten. Es gibt den bei Tomaten zum Beispiel. Es gibt auch die Möglichkeit, dass jemand auf Sorbit, also Ersatzzuckersorten, reagiert. Da muss man übrigens nicht nur immer an Lebensmittel denken, sondern auch gucken, wo Sorbit versteckt ist. Hier spielen Süßigkeiten ganz häufig auch eine Rolle. Dann gibt es die Möglichkeit, dass jemand eine Histaminintoleranz hat bei Blähung, Blähbauch. Dort ist es so, dass Lebensmittel, die am nächsten Tag verzehrt werden, Beschwerden machen. Also nicht frisch gekochte Ware alleine, wobei das auf den Zusammenhang kommt. Habe ich Frischware genutzt sozusagen oder auch Fertigprodukt mit Tütchen oder ähnlichem, dann kann da auch eine Histaminintoleranz hinterstecken. Also ganz schwierig ist es manchmal auch für Patienten, wenn alle drei Sachen vorhanden sind. Also es gibt welche, die haben eine Fructose, eine Laktose und eine Histaminintoleranz. Ganz wichtig, es gibt ja die Möglichkeit, heute Atemtests zu machen, gerade für die Fructose, Laktose. Dann wird immer von einer Unverträglichkeit gesprochen, wenn diese Atemtest bei den Gastroenterologen, also die, die die Magen-Darm-Spiegelung machen, machen auch solche Atemtests, die Abteilung. Diese Atemtests selber sind aber kein Ausschlusskriterium. Also wenn jemand dorthin geht und hat zum Beispiel seine Beschwerden nicht während des Testes, sondern erst danach, dann ist es keine Unverträglichkeit, sondern dann nennen wir das heute eine Malabsorption. Auch wenn der Test unauffällig ist, egal ob Laktose, Fructose, Atemtest oder Sorbit-Atemtest, könnt ihr trotzdem eine Intoleranz haben, eine sogenannte, besser sagt man, nicht Reaktion nur auf den Darm, sondern eine Malabsorption. Das heißt, dass die Spaltung im Magen-Darm-Trakt nicht in Ordnung ist. Das heißt, das Ausschlusskriterium, der Atemtest war nicht auffällig bei der Fructose oder Laktose, heißt nicht, dass ihr trotzdem reagieren könnt. Ganz wichtig an der Stelle, gegebenenfalls wirklich sich in die Ernährungsberatung begeben. Dann könnt ihr euch natürlich gerne bei uns melden. Wir können das in der Praxis machen, wir können das online machen. Weil da muss man tatsächlich so ein bisschen, ich glaube schon, Erfahrungen haben, genau reinzugucken, was ist es. Und ich selber habe eine Laktoseintoleranz, kenne mich also mit der Thematik sowieso aus. Meine Tochter hat die Fructoseintoleranz kombiniert mit Laktose. Und natürlich habe ich ganz viele Patienten, die auch die Histamin- oder Sorbitintoleranz obendrauf haben. Das ist ja dann häufig eine Herausforderung, was kann ich überhaupt essen, wo kann ich hingehen, was ist im Restaurant. Wenn diese Sachen vielleicht ausgeschlossen sind, muss man auch immer medizinisch nochmal gucken, ob die Enzyme des Pankreas da eventuell auffällig sind. Wenn jemand sehr starke Müdigkeit dabei hat, gibt es auch Leute, die eine Insulinwirkung haben, eine sogenannte Insulinresistenz, die auch Ursache dessen sein kann. Also es gibt, hört ihr schon, für Bauchschmerzen, Blähung, Blähbauch mehrere Möglichkeiten zu schauen, was da dann wirklich los ist. Also, schreibt es auf, macht 14 Tage Ernährungsprotokoll, schreibt mir eure Fragestellung gerne in die Kommentare, was euch bewegt, was ihr zu den Videos denkt. Ich freue mich auf euch, habt einen schönen Tag, liebe Grüße und noch vergesst nicht, ihr wisst wie alle, wie das geht, damit mehr Content kommt, Plus weg, Abo abschließen, je nachdem, auf welchen Plattformen ihr mich seht. Liebe Grüße, eure Sandra, habt einen schönen Tag.